Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Heute wieder an meiner Seite der liebe Henry. Hallo lieber Henry, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo ihr Lieben. Mit dem Henry gibt es ja schon viele, viele Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben über Darmreinigung, Fasten, Rohkost, Schleimfrei, Heilkost gesprochen. Gibt es auch eine eigene Playlist. Henry hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den werde ich oben verlinken. Und dann auch im Laufe des Videos unsere Playlist. Da gibt es schon, glaube ich, 30, 40 Videos, Henry. Und den Henry habe ich heute gebeten, dass wir mal eine Frage beantworten, die ich kürzlich per Mail gestellt bekommen habe. Da hat sich eine Frau mit der schleimfreien Heilkost ein bisschen auseinandergesetzt, hat auch auf meinem Blog die Liste der schleimbildenden und die Liste der nicht schleimbildenden Lebensmittel gelesen. Da hat der Henry mich unterstützt und hat das mal aufgelistet, welche Lebensmittel sind für diese Ernährungsweise geeignet, welche für den Übergang und welche eher nicht so gut geeignet. Und da kam die Frage: Liebe Silke, wie ist denn das bei der schleimfreien Heilkost mit dem Eiweiß? Menschen, die diese Art der Ernährungsweise praktizieren, wie nehmen die denn Eiweiß zu sich, wenn sie eine pflanzliche, schleimfreie, schleimarme Heilkost praktizieren? Da habe ich mir gedacht, das ist die perfekte Frage für den Henry. Henry praktiziert ja auch schon ganz lang die Rohkosternährung. Dann sind wir immer mehr Richtung schleimfreie Heilkost, haben uns die Ernährung noch ein bisschen angepasst und optimiert. Und da übergebe ich gleich mal an dich, auch als Sportler. Also du machst ja auch regelmäßig Sport. Wie ist denn das, wenn man diese Art der Ernährung praktiziert? Woher bekommen wir unser Eiweiß? Ja, ich sag mal, das Thema, das hat mich speziell am Anfang der Ernährungsumstellung stark beschäftigt, auch davor, wo ich damals noch, vor der Ernährungsumstellung, wo ich noch die 10 Jahre Bodybuilding gemacht habe, da war Eiweiß ja ein riesengroßes Thema, und aber auch noch auf eine andere Art und Weise. Da habe ich dann immer geschaut, okay, wie kriege ich jetzt meine 100 Gramm, 120 Gramm Eiweiß am Tag rein und so, und war halt eben noch so in dieser, sage ich mal, Eiweißtheorie auch drin. Und ja, genau, und dann kam ja irgendwann die Ernährungsumstellung und dann hat sich natürlich das Thema dann verändert. Und da war ich am Anfang auch noch so in dem Denken, ja, wo bekomme ich denn das jetzt her und so. Und dann habe ich mich natürlich auch tiefgründiger damit auseinandergesetzt, ne? Ja, und dann kommt man natürlich irgendwann auch auf die Thematik, dass ja das Wichtige eher ist, dass wir Aminosäuren bekommen. Und die Aminosäuren haben wir in allen pflanzlichen Lebensmitteln drin. Ja, und wenn man jetzt von der Eiweißmenge her ausgeht, wenn man da jetzt einen bestimmten prozentualen Ansatz erreichen möchte, gibt es dann natürlich auch viele Möglichkeiten, die man da einfach implementieren kann. Ich persönlich muss sagen, ich habe dann über die Jahre das Denken da ein bisschen verändert und habe das alles ein bisschen vereinfacht. Und für mich war immer, wenn ich Obst dabei habe, wenn ich grüne Lebensmittel mit dabei habe, grüne Säfte, Sprossen im von Frühjahr bis Herbst dann immer die Wildpflanzen, das ist dann das, was meine Eiweißquelle ist. Und ich kann es aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. Ist jetzt zum Beispiel so seit den letzten Monaten, dass ich pro Woche immer 100 bis 140 Kilometer laufen gehe. Dann kommt noch Krafttraining dazu, dann kommt noch Yoga mit dazu. Und also das sind dann pro Tag immer 2 bis 3 Stunden wirklich, also ja, Sport halt. Und ich decke dann meinen Bedarf, den ich habe. Aber ich denke dann nicht mehr, okay, bekomme ich jetzt alle Eiweiße, sondern ich schaue immer, dass ich Mineralien reinbekomme über die grünen Säfte und dass ich mein Obst mit dabei habe jeden Tag und halt wie gesagt Microgreens und Sprossen und dann jetzt die Wildpflanzen. Und wer jetzt zum Beispiel einfach wirklich noch mehr Eiweiß integrieren möchte, da gibt es ja verschiedene Varianten. Man kann zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Kichererbsen einweichen und ankeimen lassen und die dann zum Beispiel dämpfen und sich einen Humus draus machen. Da wäre zum Beispiel ein bisschen mehr Eiweiß drin. Man könnte Erbsen integrieren, ja, dass man sich da auch die dämpft und dann auch zum Beispiel einen Humus draus macht. Da wäre viel Eiweiß drin. Es gibt mittlerweile auch viele Möglichkeiten, wo man sich zum Beispiel bei Lebenskraft pur Eiweißpulver bestellen kann, die schon auf jeden Fall viel cleaner sind jetzt als die alten Eiweißpulver, die es damals gab, ne, von anderen Firmen. Das wäre eine Möglichkeit. Und halt, wie gesagt, man kann Alfalfa-Sprossen super ziehen, super zu Hause ziehen. Das ist eine wunderbare Quelle. Und halt auch, ja, wie gesagt, Grassäfte, grüne Säfte, auch Gemüsesäfte. Das könnt ihr ja mal eingeben. Auch bei Chronometer, da kann man sich das auch ausrechnen zu lassen. Und dann kann man mal schauen, was man mit einem halben Liter oder Liter Gemüsesaft, was man da zum Beispiel auch schon reinkriegen würde, wenn man jetzt von der Grammanzahl des Eiweißes ausgeht. Also es gibt genügend Quellen, die man da einfach mit der pflanzlichen
Ernährung einfach gut integrieren kann und das dann auch gut abdecken kann, das Ganze. Ja, vielen Dank, lieber Henry. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie den Chronometer genutzt. Ja. Schon vor vielen Jahren meine Ernährung umgestellt, vegetarisch, vegan. Gut, das waren erstmal aus ethischen Gründen und dann mehr mit der Rohkosternährung, pflanzlichen Ernährung mich damit beschäftigt, schleimfreien Heilkost. Ich habe nie irgendwie Angst gehabt, dass ich zu wenig Eiweiß, zu wenig Fett, zu wenig Kohlenhydrate. Ein bisschen experimentiert, auch mal mit einer pflanzlichen ketogenen Ernährung, die auch so rohkostbasiert war. Also habe verschiedene Ernährungsweisen so ein bisschen praktiziert, aber habe nie geschaut, bekomme ich alles in der richtigen Menge. Auch ehrlich gesagt habe ich jetzt auch nie genau geschaut, was Mineralien und Vitamine angeht. Also ich habe einfach darauf geachtet, mich vitalstoffreich zu ernähren. Das betonen wir ja immer. Du hast auch die Mineralien angesprochen. Und wenn wir von Herbst oder von Frühjahr bis Herbst die Wildpflanzen mit einbeziehen, uns auch Säfte daraus pressen, das sind so ganz kraftvolle Shots. Da muss man nicht mal literweise Ja. Wildkräutersäfte trinken. Auch die Sprossen, also ich ziehe mir total gern Sprossen schon seit über 20 Jahren. Sprossen, Mikrogrün und das ist ein wichtiger, wertvoller Anteil meiner Ernährungsweise. Und gerade was Sprossen angeht und Mikrogrün, das wird alles erstmal alles viel bioverfügbarer, ne? Aus so einem Samen, mit dem wir jetzt gar nicht so viel anfangen können, wenn der anfängt zu keimen und zu wachsen, da ist so viel Lebenskraft enthalten, Enzyme, Mineralien, Vitamine, das explodiert förmlich. Und auch das Eiweiß in den Hülsenfrüchten, das wird bioverfügbarer, wenn man das ankeimen lässt. Und man kann Hülsenfrüchte ankeimen und du hast ja auch erwähnt, Kichererbsen dünsten, dämpfen und dann einen Humus machen mit Gemüse, aber auch die Grünsäfte. Ich glaube, viele Menschen unterschätzen die Kraft der grünen Lebensmittel. Ob es als Salat ist, als Saft, selbst grüne Smoothies, haben wir uns ja früher auch gemixt. Also ich bin wieder weggekommen von grünen Smoothies. Ich schätze seit Jahren einfach die grünen Säfte, weil die einfach, gerade wenn man, wir sind ja auch, sag ich mal, wir verfolgen ja eine Ernährungsweise, dass wir auch immer weniger essen. Ne? Wir reinigen unseren Körper, wir essen immer weniger und kommen damit auch gut zurecht. Auch du als Sportler, ich mache nicht so viel Sport wie du, nicht mal im Ansatz, aber das zeigt ja auch, was möglich ist mit einer recht geringen Essensmenge und dass du eben nicht explizit darauf achtest, wie viel Magnesium, wie viel Zink, wie viel Eisen, wie viel Eiweiß und trotzdem funktioniert. Und du bist ja auch jemand, der das schon sehr, sehr lange praktiziert. Ne? Und dass wir einfach den Impuls geben wollen, mehr auf vitalstoffreiche Lebensmittel zu achten, mit Pflanzen, Sprossen, Mikrogrün und ja, sich da auch nicht so verrückt machen zu lassen. Also ich denke, der wichtigste Schritt beginnt im Kopf, Henry, Ja, oder? auf jeden Fall, genau. Und ich habe das vorhin mit Chronometer nochmal kurz erwähnt, einfach weil ich mich damit mal beschäftigt hatte. Aber jetzt so in meinem Alltag, das hat überhaupt gar keine Relevanz mehr. Wie du schon auch gesagt hast, einfach das Vitalstoffreiche. Und sag mal, was jetzt Silke auch angesprochen hat mit dem, sage ich mal, weniger Essen. Das bedeutet jetzt nicht, dass man nichts mehr zu sich nehmen soll, sondern einfach, dass man dann zum Beispiel halt mehr Säfte integriert, ja, und dass halt die Mahlzeiten Menge und Häufigkeit, dass die halt über die Zeit dann automatisch geringer wird, weil du dann über die Jahre hinweg einfach merkst, dass der Körper mehr oder weniger automatisch in die Richtung geht, du mehr Energie dadurch bekommst und da merkst du halt eben, dass sich so ein Saft, so ein grüner Saft und auch vorher von mir aus noch ein bisschen Frucht-Gemüsesaft, was auch immer, dass er dich halt einfach extrem gut nährt und du dann einfach ja voll auch Energie hast, wenn du dich dann bewegst zum Beispiel. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, den Weg, den wir gehen, der hat schon vor langer Zeit begonnen. Das ist Ja. nichts, was man in ein, zwei Jahren erreichen kann. Also ich habe noch vor 25 Jahren drei Hauptmahlzeiten und ein, zwei Zwischenmahlzeiten. Also so sah meine Ernährung aus. Und heute ist es eine feste Mahlzeit, aber eben auch flüssige Mahlzeiten am Nachmittag. Also selbst Säfte sind Mahlzeiten, aber in flüssiger Form, die uns eben auch sehr gut mit Mineralien, Vitaminen, Enzymen schnell versorgen können und die Verdauung auch entlasten. Also das finde ich immer sehr hilfreich. Und ja, wenn ich sage immer, wenn ich mein Tagewerk erledigt habe, ob das geistig oder körperlich, also auch Bewegung, Sport ist, danach esse ich fest. Und vorher gibt es eben Wasser, Tee oder eben flüssige Mahlzeiten. Aber ja, es ist durchaus möglich. Und Henry, ich weiß nicht, ob ich es falsch wiedergebe, vielleicht hast du es noch in Erinnerung. Wir hatten auch schon in unseren Videos mal über Galina Shatalova gesprochen. Wir fressen uns zu Tode. Die geht ja davon aus, wir könnten viel länger gesund alt werden, wenn wir unseren Körper nicht immer ständig mit zu viel Nahrung, auch Eiweiß, belasten würden. Ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe. Hatte sie nicht sogar diese Theorie, dass man auch über den Stickstoff in der Atemluft eventuell Eiweiß selbst herstellen könnte? Oder vielleicht gebe ich es auch falsch wieder. Hast du dann noch, könntest du das noch präzisieren? Also die Galina Shatalova, die hat das auf jeden Fall auch erwähnt in ihren Büchern.
Und es gibt mittlerweile auch schon Leute, die das ein bisschen intensiver verfolgen, das Ganze. Da gibt es den Patrick McEwen, heißt der. Der hat ein interessantes Projekt, das nennt sich Oxygen Advantage. Und da geht es halt speziell auch um die Nasenatmung. Und die haben sich speziell auch damit beschäftigt, was wir auch für Stoffe zum Beispiel in der Luft haben. Und wie man die halt eben auch nutzen kann für sich selber, für seine eigene Energie und was die quasi für Vorteile bringen. Die sind da seit einigen Jahren dran und da kommt jetzt auch immer mehr nach und nach raus, was das Ganze betrifft. Aber ich finde, es ist interessant, dass das zur Sprache kommt, aber ich finde es eigentlich viel, man bräuchte es eigentlich gar nicht, weil normalerweise ist das ja unser, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Hoheitsgebiet, aber einfach unsere Natur, dass wir, wenn wir richtig atmen, draußen an der Luft, da kann, glaube ich, jeder bestätigen, wenn wir mal spazieren gehen oder draußen waren, im Wald, ja, man kommt nach Hause und fühlt sich einfach gut, ne? Und ja, wenn man diese ganzen Sachen einfach kombiniert, dann muss man eigentlich gar nicht mehr wissen, ne? Wenn man jetzt dann noch Sport in der Natur macht und dann richtig atmet auch noch, dann merkt man danach immer, dass man sich genährt fühlt. Das ist einfach so, ne? Und ja, aber da wird in den nächsten Jahren noch einiges rauskommen diesbezüglich. Und genau. Aber ich kann es auf jeden Fall bestätigen, weil wenn ich jeden Tag Sport mache und ich komme vom Lauf nach Hause, da fühle ich mich auf jeden Fall genährt, ne? Und wenn ich danach mal Lust habe, mir was zu machen, dann mache ich mir halt einen Saft und dann unterstützt das Ganze halt eben noch mehr. Und ja, genau so sehe ich das Ganze. Vielen Dank, lieber Henry. Also wir wollen jetzt auch auf keinen Fall Eiweiß oder so verteufeln. Wir sprechen einfach über unsere Erfahrung. Wir haben uns ja da lange rangetastet und merken auch immer, was es macht noch Sinn, was nicht. Also wir würden jetzt niemandem empfehlen, von heute auf morgen überhaupt keine Eiweißquellen mehr zu sich zu nehmen. Der Henry hat ja auch hochwertige pflanzliche Eiweißquellen genommen. Ich sag's nochmal, Quallen, Quallen, nein. Der Henry hat ja auch hochwertige Eiweißquellen genannt, die würden wir euch auf alle Fälle empfehlen. Und klar ist es auch Menschentyp abhängig. Also ich bin die Letzte, die sagt, es gibt nur diese eine Ernährung für Menschen. Man muss einfach schauen, was hat man für Herausforderungen, was ist man für ein Menschentyp und welchen Weg ist man bereit zu gehen? Mit Leichtigkeit, es soll auch kein Zwang sein, dass man sich irgendwas verbietet. Also wir gehen den Weg wirklich mit Leichtigkeit und weil wir uns da berufen fühlen, dass es unser Weg ist und geben einfach ja unsere Erfahrung weiter nach draußen. Das haben wir schon immer so gehandhabt. Genau. Also gerne eure Gedanken und Meinungen dazu. Welches Eiweiß integriert ihr in eure Ernährung? Findet ihr, Eiweiß wird überbewertet, zumindest so in dieser, auch in dieser alternativen Gesundheitsszene, dass man da vielleicht auch ein bisschen Angst macht, dass da zu wenig Eiweiß Mängel verursachen könnte. Also es ist immer so ein ganzheitlicher Weg. Es hat auch was mit Reinigung zu tun. Wir haben auch viel auf Darmreinigung Acht gelegt. Das ist wirklich ein Weg, den man sehr achtsam und behutsam voran schreiten sollte, ne? Also genau, und da wollten wir einfach mal hier so unsere Erfahrungen mit euch teilen. Vor allen Dingen noch ein, was wollte ich noch mit dazu sagen. Das ist ja auch das, die Fasern, die wir in dem Obst, Gemüse, gedämpften Gemüse und so weiter haben. Das ist ja so, dass über die Jahre hinweg das natürlich auch eine innere Darmreinigung ist. Das heißt, das, was da eventuell noch die Nährstoffaufnahme und so weiter ein bisschen mehr blockiert, das wird über der Zeit dann halt einfach die Fasern reinigen halt den Darm und die Darmwände mit der Zeit. Und das ist halt eben auch das, wo wir dann einfach gemerkt haben, dass man von Jahr zu Jahr dann eben einfach weniger feste Mahlzeiten braucht. Und dann haben wir die halt dann eben auch ausgetauscht gegen zum Beispiel Säfte, ne? Oder dass es dann halt eben bloß noch Tee ist oder Wasser mit Grashalmpulver. Genau, bloß um das nochmal kurz hervorzuheben. Vielen Dank, lieber Henry. Wir freuen uns über regen Austausch unter diesem Video. Wünschen euch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.